So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft, in der wir immer noch auf der Durchreise sind, um die Alter, das kann nicht wahr sein, um die Wüste zu finden. Wir haben hier einen kleinen Break gemacht, denn es sind immer noch knapp 1500 Blöcke. Und uns geht das Essen aus und deswegen bin ich froh, dass wir diese Trekking-Dinger hier jetzt gefunden haben. Dann kann ich mir die nämlich bald reinpfeifen und meine Kartoffeln wechseln und ich meine, das ist besser als nichts. Wir müssen noch 1530... Oh Gott, es wird dunkel. 1530 Blöcke straight up in die Richtung. Und da soll dann eine Wüste auf uns warten. Und wir müssen jetzt wirklich die Daumen drücken. Boah, es sieht auch wirklich schön hier aus. Daumen drücken, dass wir... muss ich mal kurz einen Screenshot machen. Daumen drücken, dass wir Kakteen kriegen. Denn das ist der Grund, warum wir hier sind. Beziehungsweise warum wir die Wüste suchen. Und wenn es keine Kakteen geben würde, wäre es schon sehr bitter. Okay, ein Skelett. Nett. Ach, wie nett. Da schießt auf mich doch glatt ein Skelett. Ich bin auch langsam Skelett, weil ich als nichts esse. Aber ich habe halt... Ich versuche mir halt meine Kartoffeln noch ein bisschen einzuteilen. Ich bin halt auch wieder völlig unvorbereitet los. Okay, hier kommt ein Dschungel. Cool. Melonen. Nehme ich jetzt einfach auch mal mit. Weil es eine Nahrungsquelle. Und alles, was wir jetzt an Nahrung finden, ist eigentlich gut. So, ich muss jetzt auch nicht übertreiben, aber die 50 nehme ich mit. Boah, sieht das cool aus. Boah, sieht das cool aus, Leute. Das ist ein geiler Screenshot. Oh, ich hoffe, die Kuh ist mir nicht reingelaufen. Okay, ich bin so gespannt, wo gleich die... Boah, sieht das cool hier aus. Krank. Das ist echt nice. Schaffe ich's? Ja. Gut, meine Kartoffeln sind gleich leer. Wir müssen noch 1100 Blöcke zurücklegen. Das wird nichts mehr, bevor es dunkel wird, glaube ich. Ich tauche mal kurz ab, dann kann ich schneller schwimmen. Oh, die Night of the Rabbit Musik. Ah, die ist aber einfach immer wieder schön. Kann ich wirklich nicht genug von kriegen. Die Leute, die das Let's Play schon lange verfolgen, wissen das. Aber es gibt ja jetzt endlich neue Musik. Wir haben jetzt endlich immer ein bisschen neue Musik. Und in der nächsten Aufnahme lasse ich dann auch etwas von der neuen Musik wieder laufen. Boah, das sieht schon auch alles sehr cool hier aus, muss man mal ganz ehrlich sagen. Das sieht sehr cool aus. Ah, wir haben noch 900 Blöcke. Das heißt aber, wir müssten die Wüste eigentlich bald mal sehen, oder? Boah, ist das ein geiles Tal hier. Boah, das ist so schön. Ein bisschen verwelkt, aber oben gibt es ja viele Bäume. Aber das hat schon echt was. Ich würde mir vielleicht kurz mein Bett hier irgendwo hinstellen. Boah, wartet mal. Ich muss noch ein paar Screenshots machen. Das sieht ja viel zu heftig aus. Nee, jetzt verschwindet die Sonne. Ach, schade. Okay, ich stelle mal mein Bett hier hin und penne kurz. Oh, wir haben einen Halbmond, nicht Sichelmond, eher einen kleinen Mond auf jeden Fall. Ich trinke mal einen Schluck. Kühe trampeln um mich herum. Am Horizont geht die Sonne auf. Ah, schön. So, hier brennen noch ein paar Skelette. Ich renne in die völlig falsche Richtung. Ah, schön, wie mir das aber nicht aufgefallen wäre, hätte ich den Kompass nicht angeguckt. Ich bin so gespannt auf die Wüste jetzt gleich. Und vor allem bin ich dann auch gespannt auf die Map, wenn wir uns die Map angucken, wie weit wir wirklich rausgelaufen sind. Wir haben immer ein paar Dörfer entdeckt. Aber wäre natürlich cool, wenn wir in der Wüste noch ein Wüstendorf entdecken würden. Das wäre cool, das würde ich mir sogar wünschen. Aber ich hoffe natürlich auf einen Tempel. Nicht Tempel, wie heißt das? Pyramide? Wie heißen die eigentlich? Im Dschungel findet man die Tempel. Und ich glaube, das hat man auch in der Wüste auch immer Tempel genannt, ne? So, wir müssen mehr in die Richtung hier. Boah, ich bin echt gespannt. Oh, ich sehe irgendwie noch keine Wüste. Da hinten, das könnte die Wüste sein. Da könnte sie anfangen. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Oh Gott.
Alter. Ich war mir so ultra sicher, den Sprung machst du easy. Ich hab komplett verkackt. Das war nix. Jetzt bin ich wieder hier drüben. Ist schlecht. So. No risk, no fun, sag ich immer. Okay, wir müssen so grob in die Richtung hier. Ey, wenn das so eine kleine Furzwüste wird und ich bin 5000 Blöcke dafür gewetzt, ich flippe aus. Ich flippe komplett aus. So, und das war's jetzt auch langsam am Essen. Das bringt mir ein, das bringt mir auch ein, aber das bringt mir ein bisschen mehr Halt. Das heißt, wir gehen lieber mit denen. So, schön ist es hier auf jeden Fall. Schöne Area hier. Die Bienches. Okay, da kommt eine Savanne. Also ich habe einen Savannenbaum gesehen. Und nach der Savanne kommt vielleicht dann unsere Wüste. Was ist denn hier los? Ach, die standen ineinander. Oh, was bist du denn? Nasenbär. Oha. Ist auf einmal so groß geworden. Nasenbär, noch einer. Oh, der ist ja riesig. Und da ist die Wüste. Und sehe ich da. Ich sehe Kakteen. Gott sei Dank. Wir haben Kakteen. Perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch einen Tempel und ein Dorf. Bin ich glücklich. So, aber schon mal eine Kaktee. Das müsste sogar schon reichen. Wir brauchen gar nicht so viel grünen Farbstoff. Vor allem können wir die ja zu Hause einfach anpflanzen. Okay, hier sieht es sehr wild aus. Boah, das ist so ein cooles Biom. Die findet man so selten irgendwie, finde ich. Cool. Das sieht schon sehr nice aus. Ich nehme die Kakteen natürlich alle mit, wegen denen sind wir gekommen. Das reicht denn eigentlich auch. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Aber ich habe natürlich genug Platz, also nehme ich noch welche mit. Ich meine, why not? Alter! Guckt euch das mal an. Und dann hier dieser grüne Fleck, wie cool. Boah, ist das wild. Boah, sieht das wild aus. Aber ich gehe erstmal eher in die Wüste, denn wir suchen ja nach einem Tempel. Das wäre so geil, wenn wir noch einen Tempel finden würden. Okay, was kommt da hinten? Wahrscheinlich ein anderes Biom. Was ist das überhaupt für ein Sand hier? Der sieht mega cool aus. Roter Sand. Kann man aus dem rote Fensterscheiben machen? Was bist du denn? Ein Vögelchen. Na komm, ganz ehrlich, ich nehme noch ein bisschen hiervon mit. Sah ein bisschen aus wie ein Tempel, ist aber keiner. Ah, das ist eine große Wüste, das ist sehr gut. Auf den Nature Compass ist doch noch Verlass. Aber ob wir natürlich ein Tempel und ein Dorf hier finden, das sei mal in die Sterne geschrieben. Nach der Folge hier mache ich auch mal eine kleine Aufnahmepause. Ich spiele schon wieder viel zu lang. Ah, der Ehrgeiz hat mich gepackt, diese Wüste jetzt noch zu erreichen. Oh, da schwimmt irgendwas. Sieht ein bisschen bedrohlich aus. Was ist das? Ich will das. Was ist das? Koi. Okay. Der Sand ist irgendwie so grau. Ah, das ist, weil ich einfach von dem roten Sand jetzt geblendet bin, weil der so gestrahlt hat, so schön. Der hat echt eine schöne Farbe, finde ich. So, okay, das ist eine echt große Wüste. Hier stehen die Chancen auf den Tempel vielleicht gar nicht so schlecht. Oder wenigstens auf dem Dorf. Können gleich mal auf die Map gucken, ob wir da was erspähen können. Ja, ich laufe erstmal selber hier ein bisschen rum und erklimme die Hügel. Boah, ist echt eine richtig große Wüste. Sehr geil. Da war ein Häschen auch rechts. Oh, da sind ganz viele Häschen. Was ist das? Das ist kein Tempel hier.
Oh, wie cool. Boah, ist das eine riesige Wüste, krank. Und da ist ein Tempel. Geil. Auf dahin, würde ich sagen. Den erkunden wir noch. Haben wir noch 10 Minuten Zeit. Dann kann ich den Tempel noch... Das könnte ich natürlich einen Wassereimer. Ich habe sogar Wassereimer dabei, glaube ich. Und TNT kriegen wir da auch. Ich hoffe, die Fallen sind inzwischen nicht anders als früher. Und ich sterbe jetzt nicht. Das wäre richtig bitter. Boah. Oh, das sieht auch so geil aus. Alter. Wie das Wasser da gestaut wird quasi. Boah. Mega nice. Mega nice. Und der Tempel. Ah, meine Nase juckt. Okay, wir gucken uns das erstmal von außen an. So, wie war denn das früher? Musste immer die abbauen. Genau, und dann kann man eigentlich... Gucken, dass ich mir nicht die Rübe stoß. Kann sich eigentlich easy runterbauen. So. Scheint sich zu früher erstmal nichts geändert zu haben. Oh, verzauberte Bücher, sehr nice. Jetzt müssen wir nochmal gucken, was wir wegschmeißen. Die Erde schmeiße ich mal weg. Die will ich sogar mitnehmen. Ganz ehrlich, dann schmeiße ich das jetzt auch weg. Das ist auch nicht so wichtig. Die Eier brauche ich auch nicht. Sand brauche ich auch nicht. Die Wolle brauche ich erstmal auch nicht. Das brauche ich nicht. Diamanten, oh mein Gott. Oh ja. Oh ja. Das ist, was ich gesucht habe. Was haben wir hier? Spinnenaugen nehme ich mal mit. Das Schwarzpulver können wir auch mitnehmen. Aber ich glaube, viel mehr krasse Sachen werden wir hier nicht kriegen. Die Knochen nehme ich noch mit. Oh, 3 Diamanten. Ich habe endlich Diamanten. Und noch eine Diamanten. Das schmeckt. Das schmeckt so richtig gut. Oh, nice, Leute, nice. Okay, sehr, sehr geil. Und dann brauchen wir aber noch einen Slot für das TNT. Komm, ganz ehrlich, die brauche ich nicht. So, dann das TNT muss ich natürlich mitnehmen. Das lässt sich aber schnell abbauen. So, die brauche ich nicht. TNT. Und da muss ich mich auch mit irgendwas hochbauen. Oder ich mach's einfach hier oldschool. Bau mir eine Treppe. So. Sehr geil. Boah, das freut mich. Wir haben 3 Diamanten. Das heißt, wir haben unsere Spitzhacke wieder. Die wir damals im Feuer verloren haben. Okay, das ist nicht so cool hier. Und wir haben 2 Diamantfelder. Oh, und es wird dunkel. Und wir haben 2 Diamantfelderrüstung gefunden. Das ist natürlich mega Premium. Hm. Also 3 Diamanten und 2 Diamantpferderüstung sind Premium, oder? Kann man noch viel geilere Sachen finden. Und wir haben auch noch 2 verzauberte Bücher gekriegt. Die waren jetzt nicht krank, aber ey, immerhin. Ne? Und wir haben die Kakteen. Ich habe quasi alles. Nee, das Dorf fehlt noch. Das Dorf fehlt noch. Ich gucke jetzt erstmal auf die Karte. Uiuiui. Ui. Boah, wir sind so weit weg, ne? Krank. Aber ein Dorf sehe ich keins. Aber es ist eine sehr coole Wüste, dass die so hügelig ist. Das ist ein Außenposten. Außenposten 2. Das ist der zweite, den wir bis jetzt gefunden haben. Da halten wir uns lieber von fern. Im Dorf sieht es hier nicht aus. Sieht es grundsätzlich nicht so nach Dörfern aus. Hier ist auch noch so wüstenartige Region. Sehr, sehr cool. Ich würde sagen, wir gehen noch mal ein bisschen hier rüber, dass wir das noch aufdecken. Und dann gehen wir eh bald nach Hause. Achso, das ist Meer. Na gut, macht ja nichts. Dann gehen wir eh bald nach Hause. Aua. Das tut weh. Ne, also ich muss sagen, das hat sich wirklich gelohnt, so weit zu laufen. Da fällt mir ein, wir haben ja noch Plätze hier drin, ne?
So, das Boot wollte ich gern hier haben. Okay, dann fressen wir noch schnell was rein. Und dann schwimmen wir noch kurz rüber ans andere Ufer. Vielleicht finden wir ja doch noch ein Dorf. Ist ja natürlich ultra nice. Ah, schön. Und dann brauchen wir noch einen Sumpf. Das machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Da machen wir uns auf die Suche nach einem Sumpfgebiet. Denn das wird wahrscheinlich auch ein bisschen dauern. Aber cool. Sehr, sehr cool. So, dann einmal mit der Axt. Okay, es wird auch schon wieder... Ah ne, es wird hell gerade. Ich habe ja gerade geschlafen. Ich gucke in die andere Richtung. Also wird es nicht dunkel, es wird hell. Stell dir vor, wir würden aber noch einen Tempel finden. Okay, da wird es dschungelig. Auch sehr geil. Ich laufe erstmal hier rüber. Oh, da ist eine Schlange. Nee, das muss nicht. Schlangen mag ich nicht so gerne, tatsächlich. Ich hatte letztens auch mal so einen richtig komischen Albtraum. Vielleicht sind ja irgendwelche Leute unter euch, die Träume deuten können. Ja, wahrscheinlich sind Leute unter euch, die das können. Nein, wahrscheinlich sind Leute unter euch, die jetzt glauben, sie könnten das und mich verarschen. Und jetzt in die Kommentare eine Deutung für meinen Traum schreiben, aber egal, macht ruhig. Ich habe geträumt, ich saß im Auto mit meiner Mutter, ich saß auf dem Beifahrersitz. Und aus den Klimaanlagenschlitzen kamen ganz viele Schlangen. Und ich konnte nicht weg, ich konnte nicht aussteigen, weil auch aus den Türen kamen Schlangen. Und die sind quasi mir immer näher gekommen und haben so zzzz gemacht. Und ich habe richtig Schiss gekriegt und habe mich aufgewacht. Ja. Cool. Habt ihr eine tolle Geschichte von mir jetzt gehört, oder? Grandios. Boah, ich brauche echt irgendwas Vernünftiges zu essen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch wieder nach Hause. Die Folge neigt sich jedem Ende. Ich wollte nur einfach nochmal gucken, was hier noch hingeht. Und dann würde ich sagen... Was ist das? Warum sind hier so viele Punkte? Was ist das lilane für ein Punkt? So, hier sieht es auch nicht nach Dorf mehr aus. Aber das mit dem hellblauen, boah, ist das schon cool. Das hier sieht auch sehr, sehr geil aus. Aber ich laufe jetzt in die Richtung, weil dann schließt sich der Kreis. Boah, ist schon sehr, sehr schön hier. Muss man einfach mal sagen. Ich habe so viele Screenshots gemacht, jetzt kann ich mich gar nicht für die Thumbnails entscheiden. Hm, naja. Was ist denn das? Was hat das zu bedeuten, dass hier random Schienen sind? Hier geht's zu einer Mine, ne? Hier geht's zu einer Mine. Hier geht's einfach zu einer Mine, das muss ich markieren. Wie geil ist das denn? Mine. Machen wir mal Gold. Krank, ich finde einfach hier oben einen Mineneingang. Alter, ist ja viel zu wild. Wir haben so viele Sachen, die wir irgendwann mal erkunden können. Leider sind viele durch den 1.20-Wechsel auch kaputt gegangen. Boah, Alter. Boah, krank. Ich will nur nach oben. Aber wie geil, dass da so eine Mine ist, oder? Oh, da hätte ich reinfallen können. Das wäre nicht gut gewesen. Ich glaube, ich sollte hier ein bisschen aufpassen. Ich sprinte hier so durch, nicht, dass ich irgendwo versehentlich reinfalle. Boah, sieht alles so cool aus. Naja. Dann würde ich sagen... Guck ich nochmal da runter, da kommt wieder der rote Sand, ne? Oder ist das noch da? Entschuldigung. Maul mir nicht so ins Ohr. So, ich wollte eigentlich nur gucken, dass sich der Kreis hier geschlossen hat. Ja, hat er. Okay, haben wir doch ein paar nice Sachen entdeckt. Wir wollen natürlich nach Hause. Steht alles noch? Steht alles noch. Boah, erstmal was zu essen holen. Erstmal was zu essen holen. Ich weiß gar nicht. Ich habe, glaube ich, noch eine Menge Kartoffeln. Seht ihr, habe ich die Beeren doch für nichts gebraucht. Die sind nicht gekocht. Nur meine gekochten.
Hier, 16 Stück nur. Was ist mit mir los? Okay. Huch. B wollte ich machen. Den Nature Kompass. Ich kann ja mal aus Spaß hier eingeben. Mangrovensumpf, Nethersumpf, Sumpf. Ich brauche einen ganz normalen Sumpf. 2000 in die Richtung. Das kann auch gar nicht sein. Hier ist ein Sumpf tatsächlich. Naja gut, das machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Sieht aus wie so ein Aufkleber fürs Auto. Geil, Leute. Ich würde sagen, das war's. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. In der nächsten Folge machen wir uns dann auf die Suche nach dem Sumpf und gucken, ob wir das Slimes farmen können. Das wird auf jeden Fall ein bisschen spannend. Da brauchen wir spannende, gruselige Musik. Nachts allein im Sumpf. Alter, da hinten läuft einfach ein Enderman. Digga, da läuft einfach ein Enderman. Wo ist der hin? Er ist weg. Okay. Dann würde ich sagen, war's das. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.